Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. In dieser Folge geht es um eine Wandgarderobe. Die baue ich mir aus Nussbaumholz und einem Aluminium-Rundstab. Und wie ich das baue, zeige ich euch in den folgenden Minuten. Also, legen wir los. Ja, die gesamte Länge soll ungefähr 80 cm betragen. Machen wir mal hier einen Strich hin. Hier einen Strich. So, nachdem alle Stücke jetzt zugeschnitten sind, werde ich jeden zweiten auf Gehrung zuschneiden. Fangen wir mal mit dem hier an. Und zwar so, dass wir hier das Ganze mal anzeichnen, damit wir nicht durcheinander kommen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also, jetzt haben wir hier ein ganzes Stück, was hier dran kommt, und dann eins mit der Gehrung. Jetzt versteht ihr sicherlich, was damit gemeint ist. Ihr habt das Teil bestimmt auch schon irgendwo im Internet gesehen. So soll das nachher sein. Diese Gehrung sorgt halt dafür, dass es dann auch in der Position bleibt. Und oben die Gehrung sorgt dafür, dass man hier greifen kann. Ich habe mir das schon mal vorbereitet. Genau hier an der Kante habe ich mir jetzt eine Linie gezogen mit dem Winkel. Zeige ich euch jetzt mal da, wo die Gehrung beginnt. Im unteren Bereich habe ich mir eine Linie gezogen. Und dann habe ich mir einfach die Stärke von dem Holz genommen. Eine Linie jetzt gezogen. Von einer Ecke in die andere verbinden. Dasselbe machen wir jetzt hier so rum. So. Und das ist die Mitte. Da werden wir gleich unsere 10er Bohrung machen. Hier habe ich noch ein Reststück. Das setze ich gleich als Anschlag. Hier stimmt es schon. Also das heißt, die Zentrierspitze setzt genau auf die Mitte von der markierten Stelle. Und dann klemmen wir das Ganze erstmal fest.
ausrissfrei, schön sauber. So, und hier haben wir unsere einzelnen Stücke. Jetzt müssen wir mal schauen, ob auch wirklich alles da durchgeht. Das ist wie hier so ein Spieß. Zack, 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 zack. Das wird jetzt alles hier durchgeschoben. Dann wollen wir mal gucken, ob ich auch präzise genug gebohrt habe, ob das genau war oder nicht. Bis jetzt ist alles in Ordnung. Das Problem ist jetzt folgendes. Und zwar, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann hebt sich das. Das liegt daran, ich zeige es euch mal so, dass diese Ecke hier nämlich nicht, diese Ecke, die muss da weg, und zwar bei allen. Die muss rund abgeschliffen werden. Da setze ich einfach von Kante zu Kante, zack, zeichne mir den Radius an und dann schleifen wir das schön ab. Also mit dem Schleifen hat es ja funktioniert, beziehungsweise das Schleifen bringt zwar was, aber bis hierhin und hier, ab hier, hebt sich das Ganze wieder. Und um das auszugleichen, müsste ich immer mehr schleifen. Das bedeutet, hier an der Stelle wird das Holz immer dünner und nachher ja, würde mir das brechen, kaputt gehen und die ganze Arbeit wäre umsonst. Stattdessen habe ich mir was anderes überlegt. Werde ich was machen? Drehen wir mal um. Werde ich mir so eine stabile Holzleiste nehmen, diese dann durchgehend an diesen Stücken befestigen. So, alle Kanten sind geschliffen. Somit reduziert sich die Verletzungsgefahr. So, zack, zack und das Stück. Ich bin so ein Idiot. Oh, jetzt kann ich den ganzen Scheiß wieder sortieren. Ey. Das geht mir doch so auf den Sack. Ey. Bohrlöcher markieren. So. Da kommen jetzt die Bohrungen rein. Das für 3x30er. 3x30er sollte reichen. So, dann nehmen wir uns jetzt etwas Leim. Jagen wir erstmal eine Schraube durch, damit wir hier den Punkt haben. Jetzt hier drauf liegt und sich das hebt und zack, zack, alles gut. Eine Sache bleibt uns jetzt übrig, und zwar müssen wir jetzt den Stab kürzen. Wir werden das aber so kürzen, dass die
Aluminiumstange in dem Holz verschwindet, so dass wir da gleich einen Dübel reinsetzen. So, das ist jetzt nur bis zur Hälfte drin und den Rest werden wir einfach mit einem Holzdübel füllen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Dinger hier kennt. Ja, das sind diese Dübelmaker. Ich nenne das jetzt mal so. Da könnt ihr euch solche Bohrungen reinmachen und euch quasi ein Stückchen Holz rausschneiden. Geht er gleich rein. Den stecken wir da jetzt rein. Es ist trocken. Dafür klebe ich mir jetzt mal hier so ein Stück Klebeband an die Stirnkante, damit ich das Holz nicht versaue. Und dann kann es losgehen. Der Farbton, der gefällt mir. Problem ist halt, dass ich jetzt mit dem Finger nicht überall reinkomme, deswegen nehme ich mir einen Pinsel. Den Wachs, den überschüssigen Wachs, putze ich jetzt ab. So würde das Ganze funktionieren. Für die Montage hat sich ja schon Löcher vorgebohrt. Dann haben wir hier ein Loch in der Mitte und außen. Liebe Freunde, wir sind wieder am Ende. Das Projekt ist geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde auf jeden Fall, dass das Projekt gut geworden ist. Es ist stabil, es ist sehr, sehr schön, glatt und auch alles sehr präzise, sauber verarbeitet. Im Anschluss gibt es auf jeden Fall noch die Montage. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Also, macht's gut, liebe Freunde. Bis dann. Tschüss.